Wir stehen hier in der Hauptecke in Anführungsstrichen von Gabriela Oberkofler, eine von 7 Shortlist-Teilnehmerinnen für die Ausstellung zum Paula Modersohn-Becker Kunstpreis 2020. Wir haben schon eine Arbeitserfahrung mit Gabriela gehabt in Worpswede vor Eine einigen sehr Jahren. schöne. Eine sehr schöne, ja, wo sie bei dir im Bakenhof tatsächlich vor allen Dingen interveniert hat und auf Vogler So bezogen ist es. gearbeitet hat. Als ich Gabriela kennengelernt habe, und das zeigt sich jetzt in diesen Arbeiten auch wieder, wie großformatig sie arbeitet, obwohl sie so detailverliebt, muss man schon fast sagen, ist. Und das war eben seinerzeit auf Vogler reagierend natürlich ganz toll, weil da in den frühen Jungstilarbeiten die Grafiken sich auch sehr auszeichnen durch diese Feinteiligkeit. Zudem, sie sich ja natürlich auch sehr viel mit Naturmaterialien beschäftigt, Pflanzen, sieht man auch jetzt in der Ausstellung sehr schön. Spielen eine Hauptrolle, sind ein wesentlicher Bestandteil ihrer Werke. Es gibt eine Arbeit hier in einem der Nebenräume, da hat sie nämlich auch ganz konkret, genau wie 2018 auf Heinrich Vogler, auf Paula Modersohn-Becker reagiert, auf die Pflanzen, die dort in ihren Bildern zu sehen sind, die alle immer eine Bedeutung haben, ob es ein Fingerhut ist oder irgendetwas anderes. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend bei ihr. Glaube ich, überhaupt etwas, was für ihre Arbeitsweise sehr charakteristisch ist, dass sie einfach sehr genau auch auf Situationen eingeht. Also Absolut. wir stehen dort, wo in einigen Tagen Noch? dann noch ein 4 Genau. Quadratmeter großer Blütenteppich entstehen wird. Eine Arbeit aus dem Kontext der Damaszener Rose. Es gibt ein eigenes Buch dazu. Man sieht hier vorne einen kleinen Blumenladen, in dessen Umfeld dieses Werkprojekt entstanden ist. Und ich bin jetzt schon gespannt, ob wir die Feinheit der Zeichnungen sozusagen auf den Boden übertragen bekommen. Ich glaube, es ist für Sie auch ganz wichtig, immer von der Fläche, also von der Wand, auch in die Skulptur eigentlich zu gehen. Und das macht sie in ihren Arbeiten auch noch mal doppelt interessant, finde ich. Diana Mercedes Alonso, eine aus Bremen stammende Künstlerin oder dort lebende Künstlerin. Und wenn vielleicht auf den ersten Blick die kleinformatigen Objekte, dadurch, dass sie eben auch sehr reduziert in Weiß gehalten sind, vielleicht erst mal etwas zurückhaltend wirken, je näher man sich mit ihnen beschäftigt und herangeht, desto feiner werden eigentlich die Eindrücke, die man gewinnen kann, von der Oberfläche, von der Struktur, auch von der gesamten Anlage der Objekte. Ich glaube, dass die künstlerische Geste von Diana eine eminent zeitgenössische Relevanz hat, weil sie ganz eindeutig quasi über das Weniger ist mehr, also so wenig wie möglich, so leise wie möglich und so reduziert wie möglich eigentlich operiert und das in sehr unterschiedlichen Spielweisen in einzelnen Arbeiten umsetzt. Und das ist etwas, was, glaube ich, ein radikales Gegenbild formuliert zu dem, was unsere Zeit momentan prägt. Sie fangen mit den Brüchen, mit den kleinen Linien, aber auch mit der Oberfläche des Holzes, das ist das bevorzugte Material, was hier verwendet wird, einfach ein Stück Zeit und Geschichte und Übermalung und in einer ganz, ganz feinen Nuance ein. Das ist ein ganz anderer Eindruck, den der Besucher hier sieht. Und was ich faszinierend finde, ist, dass sie fangen ein Stück Zeit ein. Man sieht, das sind Fundstücke vermutlich und sie lässt sich inspirieren von dem Holz, wie ist die Form, wie ist die Tiefe und reagiert dann zu Beginn ja noch mit Farbe, also das ist ja quasi hier In noch dem ein frühen expressives Hauptereignis, hätte ich Werk. jetzt fast gesagt, in den frühen Arbeiten und das taucht dann hier auch noch mal mit einem blauen Faden auf, der über die Arbeit gezogen ist und dieser Faden wird aber dann begleitet von einem Strich, bei dem man auf den ersten Blick eigentlich überhaupt nicht weiß, ist es ein Riss im Holz oder ist es was anderes? Und erst wenn man sehr genau hinschaut und sehr genau nah an die Arbeit herantritt, dann zeigt er sich als ein von der Künstlerin gezogener, ganz zarter Bleistiftstrich, der eben diese Parallele zu dem gespannten blauen Faden aufmacht. Es ist eine sehr architektonische Herangehensweise und obwohl es architektonisch ist es auch sehr poetisch. Diese Arbeiten sagen mir als Betrachter, Betrachterin quasi, dass ich ihnen Zeit geben muss, damit da was entstehen kann, damit sozusagen diese Zartheit und diese Detailzuspitzung sich mir überhaupt mitteilen können. Und das, glaube ich, ist eine der ganz wunderbaren, auch ganz radikalen Gesten, die aus diesen Arbeiten sprechen.
Wir stehen mittendrin in einer Installation von Antje Schiffers. Antje ist ja in doppelter Weise sozusagen prädestiniert für die Einladung zum Paula Modersohn-Becker-Preis, weil erstens ist sie gebürtige Niedersächsin, wenn auch vom ganz anderen Ende her, nämlich ganz aus dem östlichen Teil. Und zweitens war sie, und ich glaube, da hast du sie sogar kennengelernt noch, bereits im Bakenhof bzw. den Künstlerhäusern und hatte eines der berühmten Künstlerhäuser-Stipendien. Das, was wir hier versucht haben und wo sie sich komplett darauf eingelassen hat, ist, dass wir eigentlich jetzt von den Diplomarbeiten angefangen bis zu den ganz frischesten Werkserien von Antje hier Arbeiten zeigen und das in einer Weise machen, und da bin ich ganz besonders glücklich drüber, da hat sie sich darauf eingelassen, dass wir hier nicht eine historische Retrospektive machen, sondern dass wir eigentlich alles miteinander amalgamisieren. Ja, aber das geht bei ihr auch, weil es ist eigentlich ein Grundgedanke, und das war das Tolle, als wir im Atelier waren. Wir haben kleine Werkteile entdeckt, die so ganz verschmitzt in der Ecke hingen und dachten, was ist das denn? Und es kam heraus, dass sie eigentlich schon ganz, ganz lange immer mit dem Thema Reisen arbeitet. Das ist das Motiv. Also ihre Kunst hat mit den Reisen durch die Welt und mit den Begegnungen der Menschen dort zu tun. Das, was wir beispielsweise in der Ecke sehen, stammt ja aus einem mexikanischen Dorf, wo sie eben über ein Jahr lang auf über 3000 Meter Höhe mit den Dorfbewohnern gelebt hat und dort gearbeitet hat. Und es sind ganz ungewöhnliche Sachen rausgekommen. Die Schwarz-Weiß-Bilder, die wir an der Wand sehen, haben die Dorfbewohner selbst gemacht zu ihrem Leben. Sie hat ihnen die Kamera gegeben, sind dann aber gemeinsam in ein wiederum von Antje eingerichtetes Dunkelkammer gegangen, haben dort die Arbeiten entwickelt. Dann gibt es diese Pflanzenstudien, die in dem Rahmen stehen, mit ganz wunderbaren spanischen Texten. Und ganz eindrücklich hinter uns, das große Wandbild ist auch eine Reise, und zwar durch Russland oder durch die Sowjetunion 2002 unter dem Titel Bin in der Steppe. Dort hat sie sich nämlich auch von der Bevölkerung inspirieren lassen, hat an verschiedenen Orten in Usbekistan zum Beispiel gezeichnet und gegen Kost und Logis bei den einzelnen Bauern gelebt. Also es ist eine große Entdeckungsreise durch die Welt, muss man sagen. Und eine wahnsinnige Geste der Zuwendung und des sozusagen Eröffnung des Gespräches. Und das hat eben sehr unterschiedliche Ausprägungen, wie zum Beispiel auch den International Village Store mit Produkten aus der halben Welt, der hinter mir im Regal zu sehen ist. Jetzt stehen wir in dem Hauptbereich mit Fotografien von Laurenz Berges. Wir haben uns dazu mit ihm entschlossen, zwei Fotoserien, was für ihn wiederum typisch ist, dass er in großen Serien arbeitet, dass er sehr nachhaltig in bestimmte Situationen versucht einzutauchen. Es zeichnet sich bei den Fotografien, und das sieht man sofort, wenn man sich mit seinen Fotografien beschäftigt, ab, dass es eigentlich immer von Menschen zwar bewohnte Räume, aber die Fotografien sind menschenleer. Also es ist wie, als würde er die Landschaft und die Gegend, die Orte besuchen und Dinge finden, die er dann in seiner Kamera einfängt, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so bewohnt anmuten. Also es hat schon auch eine gewisse Leere, was natürlich hier in diesem niedersächsischen Raum auch wahnsinnig gut passt. Und es ist natürlich keine undefinierte Lehre, sondern es ist jederzeit klar und spürbar, auch wenn wir über Naturaufnahmen sprechen, die ja jetzt hier bei Kloppenburg tatsächlich immer mal wieder auch dazwischen sind. Es ist eben eine menschengestaltete Natur. So ist es. Und das Ausbleiben des Menschen deutet schon so etwas an, was ich beispielsweise aber auch über die Farbgebung sehe. Ne? Also wir sehen da nie irgendeine sonnige Landschaft und. Das sind so Bilder, vielleicht auch des Abschieds, des Verlustes. Ja, das hat was immer von sowas, Verlassen. Das hat was von Verlassen, hat etwas mit Verlassen zu tun. Es hat etwas mit Gewesen zu tun. Es hat irgendwie so eine ganz merkwürdige Melancholie, zu der man sich eigentlich verhalten muss, weil die wiederum natürlich auf eine unfassbar präzise Bildkomposition trifft. Und absolut. Auch,
Das hat überhaupt nichts mit Schnappschuss zu tun. Genau. Das ist ein Verweilen in dieser Situation. Und das gibt, finde ich, eine ganz besondere eigene Ästhetik, weil er eben Dinge auffindet, die vielleicht ansonsten im Vorüberfahren gar nicht so sichtbar sind. Und dadurch, dass er das so einfängt und auch in der Formatigkeit der Fotoabzüge, finde ich schon, dass man sich da auch richtig vertiefen kann und in eine andere Zeitsphäre eigentlich auch eintaucht. Aber dadurch, dass er so hineingeht in die Details und die Ausschnitthaftigkeit hat, ja, kriegen die Bilder eine wesentlich höhere atmosphärische Aufladung und sprechen nochmal eine ganz andere Sprache mir gegenüber, als das eben aus der klassischen dokumentarischen Fotografie bekannt ist. Das ist ein großer Unterschied und ich finde, das sieht man sehr schön. Wir haben ja auch im Barkenhof in der Ausstellung 3 Fotografien in einem Zusammenspiel mit Arbeiten von Thilo Schulz und da kann man das sehr, sehr fein ablesen. Genau. 2020 geht der Sonderpreis im Rahmen des Paula Moders und Becker Kunstpreises an die in Worpswede lebende Künstlerin Marie Uelzen. Sie hat für die Sonderpreisausstellung hier in der großen Kunstschau ein Bild gemacht, vor dem wir auch stehen, The Visitor, mit dem sie unmittelbar und im Format 1:1 auf den berühmten Sommerabend von Heinrich Vogler reagiert. Als Marie sagte, sie reagiert, wir haben sie in ihrem Atelier besucht, nachdem die Juryentscheidung gefallen war, dass sie den Sonderpreis erhält. Und sie sagte, ja, was Großformatiges, habe ich gedacht. So viel Zeit ist ja nicht. Und als wir dann das Resultat gesehen haben, ein ganz großes Aha-Erlebnis. Ich muss sagen, ich habe sofort erkannt, Rainer Maria Rilke, ein Augenpaar. Und das natürlich die Reaktion auf den Sommerabend, der jetzt vis-à-vis zu sehen ist von Marie Uelzens Werk. Denn dort fehlt Rainer Maria Rilke. Und insofern ist diese Bezeichnung, der Titel des Bildes ist Visitor, ist auch noch eine ganz konkrete Reaktion auf dieses Werk von Heinrich Vogler, sein eigentlich monumentalstes Werk, muss man sagen. Denn Rilke guckt quasi auf den Platz, an dem er hätte vielleicht sitzen sollen. Es ist ja auch eine Sache, der Blick des Besuchers oder das Besuchen überhaupt spielt bei Marie eine Rolle, weil sie, glaube ich, sagt, der Besucher findet und sucht etwas, was er sonst nicht hat. Also er erkundet neue Gegenden und das ist ja etwas, was ganz eng mit Worpswede verbunden ist. Die Besucher kommen hierher, suchen nach Schönheit der Kunst, der Landschaft und so weiter. Und das sind alles Ebenen, die sich auch in dem Werk von Marie, auch in anderen Arbeiten von ihr dokumentieren. Und was ich eben auch einen ganz wichtigen Punkt in ihrer künstlerischen Strategie und ihrer Art des Arbeitens finde, und das zeigt sich eben in so einem Spiel, es ist etwas Spielerisches, obwohl die Themen eigentlich immer sehr hart sind, politisch, psychologisch, extrem aufgeladen, sehr direkt teilweise, und trotzdem behält das Ganze eine Leichtigkeit. Und ich glaube, dass die Inszenierung, dieses Zwischenhängen und dieses Reagieren auf alles und nichts, vom Feuerlöscher bis zum, glaube ich, ein sehr feines Spiel in die Kunstschau reinzieht für die nächsten Monate. Wir stehen jetzt hier im ersten Raum der Remise Barkenhof in einer Installation von Thilo Schulz. Was mich daran interessiert oder auch sehr begeistert ist, dass Thilo Schulz mit dem Moment der Bewegung arbeitet. Auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auffasst, aber für Thilo Schulz ist die Bewegung eigentlich das Bindeglied zwischen Betrachter und Kunst. Der Betrachter in der Bewegung und die Bewegung auch in der Kunst. Und das sieht man hier bei diesem Gestell unter anderem zum Beispiel an diesen Racks, wie er sie nennt, Handtücher, die vermeintlich von dem Gestell fallen könnten, aber in einer Steifheit fixiert sind. Man sieht es aber auch wunderbar auf den Zeichnungen, die hier auf diesen Brettern in der Installation zu sehen sind. Diese geknüllten Papierarbeiten, die auch wiederum mit Farbe fixiert sind, wo Graphit drauf liegt etc., die so ein ganz spontanes, schnelles Agieren eigentlich suggerieren, die hängen alle nicht so, wie eigentlich Bilder sich mir gegenüber hängen. Das eine unten an der Fußleiste, das nächste fast oben unterm Dach etc. Und du hast die Racks bereits angesprochen. Auch da natürlich ein ganz eigentümliches
ja, eine ganz eigentümliche Inszenierung, die erstmal irritieren kann. Und ich glaube, diese Irritationen sind sehr wichtig, um das Denken quasi einmal auf Null zu stellen und neu aufladen zu lassen. Und dass er eben diese Zeichnungsboards, und auch die sind natürlich nicht ungewöhnlich, ne? Man muss sich einfach die Frage auf einmal stellen, warum liegen diese Zeichnungen auf Boards und hängen nicht einfach an Hand? Und das sind diese kleinen Widerhaken, die Thilo, glaube ich, in allen dreien dieser Werkgruppen und auch in vielen anderen seiner Werke tatsächlich einbaut. Ja, er stellt sich dem Betrachter mehr oder weniger auch immer ein bisschen in den Weg. Also es kommt einem immer etwas entgegen, womit man vielleicht auch nicht rechnet. Also es ist jetzt hier ein Gestell, der Besucher muss dieses Gestell umgehen. Das macht es zu einem sehr komplexen Gebilde insgesamt. Und er reagiert auch, und das finde ich schön bei den Arbeiten, auch mit den Titeln. Das ist, wenn sie aneinandergereiht werden, eigentlich fast wie ein Kinderreim. Also er spielt sehr mit der Sprache. Das hat auch in diesen Zeichnungen, die gerastert sind, überlagert sind, da ist auch das Moment der Erstarrtheit, aber eben der überlagerten Bewegung drin. Da kommt das so richtig gut raus. Wir stehen jetzt in dem hinteren Raum der Remisen des Barkenhofs und in den Werken von Susanne Kutter. Wir stehen in einer Konstellation von Arbeiten, die sehr unterschiedliche Werkgruppen von ihr zusammenführt. Ich stehe hier vor einem Modell, möchte man meinen, vor einer Skulptur, die wie ein Modell zunächst einmal aussieht und noch nicht sehr viel von dem verrät, worum es eigentlich dann geht, denn hier gibt es ein Innen. Hinter dir die Textarbeit auf Beton und zwischen uns eben ja, ein Kronleuchter, der etwas anders aussieht, auf einem Parkettboden, der auch etwas anders aussieht, als wir es gewohnt wären aus den gründerzeitlichen Altbauwohnungen. Sie nimmt Dinge eigentlich aus ihrem gewohnten Rahmen. Sie löst, ja, ich will fast sagen, Idyllen auf. Das Bürgerliche, das Gesetzte, das uns Bekannte wird transformiert. Der Kronleuchter heißt Transformationsstörung und daran kann man sehen, Susanne Kutter interessiert sich für, ja, vielleicht für etwas Katastrophales. Sie interessiert sich für den Zusammenhang zwischen Kultur und Natur. Da geht es manchmal um Naturkatastrophen oder eben um Dinge, die passieren. Dinge greift sie auf, die gehen einfach in eine andere, in einen anderen Zustand. Also sie lösen sich eigentlich auf und sie spricht auch davon, dass die Dinge sich befreien. Sie transformiert in einem skulpturalen Prozess eine feststehende Form, ein feststehendes Arrangement. Und es kommen völlig neue Formen raus. Es gibt, man beobachtet sich dabei bei der Zuckerdose, bei dem Video beispielsweise, wie man die Zuckerdose feiert, wie lange sie sich hält. Ich verrate nicht mehr. Also da gibt es auch humorvolle Einschlüsse. Aber es hat eben auch immer dieses ganz substanziell Bedrohliche eigentlich, zu dem man sich verhalten muss. Alle die Dinge, die passieren können, passieren auch. Was interessant ist, es ist der bildhauerische Aspekt, den du auch gerade genannt hast. Wir haben so auf den ersten Blick den Eindruck, es ist eine Installation, aber es ist bildhauerisch, es ist plastisch. Und sie arbeitet gerade in dem Kontext auch mit Verschiebungen von Proportionen. Also wenn zum Beispiel Krabbeltiere, du hast es schon erwähnt, die Menschen müssen kommen und es sich anschauen, dann plötzlich in einer ganz anderen Größe, als wir es kennen, irgendwie in den Modellen sitzen zum Beispiel. Und es hat ein bisschen spielerischen Eindruck auch, wobei das Zerstörte, Kaputte eben doch dominant im Vordergrund steht. Dieser Raum im Barkenhof ist der Nachwuchspreisträgerin gewidmet, Cihan Çakmak, eine junge Fotografin. Zeigen und verbergen, das ist ein Motiv bei Cihan Çakmak und das dokumentiert sich auch in diesen Fotografien. Also es ist Nacktheit da, es ist aber dann auch einfach eine Gardine vorgesetzt. Es hat was damit zu tun, ich möchte gerne aus mir heraus, ich möchte mich gerne zeigen, aber ich wahre auch eine gewisse Distanz. Und das hat damit zu tun, dass sie eben aus familiären Verhältnissen kommt, aus denen sie sich ganz bewusst als junge Frau, als Fotografin, als Künstlerin emanzipiert hat
Und an diesen Dingen arbeitet sie. In dieser Serie geht es nicht nur autobiografisch um sie, sondern auch um andere Personen. Aber es ist schon immer ein Gewebe, ein Feld von Selbstbehauptung, von auch Gewalt im Hintergrund, die eine Rolle spielt, die man allerdings auf diesen sehr feinen Fotos nicht sieht. Diese Fotografien, so biografisch sie gesättigt sein mögen, und man fühlt das irgendwo auch, dass das, da muss es sozusagen diese Nähen geben zwischen der Fotografin und dem gezeigten Gegenstand, dem Objekt, der Bildsprache. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass es Bilder sind, die mich unmittelbar berühren. Und zwar nicht in einem voyeuristischen Sinne, dass ich sage, ach guck mal, ja, so ist das. Wohl offensichtlich bei der gelaufen. Ganz im Gegenteil, dann hätte das gar keine Qualität für mich, ne? Sondern das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, da gibt es einen Abstraktionsgrad in der Bildsprache, dass ich selbst derjenige bin, der gemeint ist, der sich sozusagen verorten muss, der sich in diesem ganz merkwürdigen In-Between sozusagen neu sortieren muss. Und das hat einfach etwas damit zu tun, dass eine gute Kunst aus einer eigenen Biografie, aus einem eigenen Impetus, aus einem eigenen Verlangen entsteht und nur gute Kunst. Und insofern spielt natürlich die Biografie eine Rolle, aber das ist die Kunst einer guten Fotografie, dass das nicht im Vordergrund steht. Und deswegen, glaube ich, ist der Nachwuchspreis bei Cihan Çakmak extrem gut aufgehoben. Hier im Oktogon im Bakenhof sind die Werke von Nicola Rüttemeier zu sehen. Eine Installation bestehend aus Zeichnungen, einer Schwarmfängerinstallation und auch einbezogen das große Instrument, was hier im Oktogon steht, ein Flügel. Nicola Rüttemeier ist fasziniert von Heinrich Vogeler und reagiert ganz, ganz konkret auf ihn. Die Zeichnungen, die wir an den Wänden sehen, die einen ganz, ganz eigenen Zeichnungsstil zeigen. Und man muss dazu tatsächlich sagen, dass Nicola Rüttemeier bis vor wenigen Jahren eine reine Zeichnerin war, was sehr ungewöhnlich ist in unserem Bereich. Es gibt es jetzt immer mal wieder, aber es ist eine ganz kleine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die eigentlich sich ganz auf dieses zeichnerische Medium konzentriert haben. Und das, was du angesprochen hast, dass wir jetzt hier diese Schwarmfänger-Installation über dir und mir haben und eben auch diese, ja, diese eigentümlichen Mischwesen, die auf deinem Flügel quasi tanzen, stehen, miteinander sprechen, das ist relativ neu in ihrem Oeuvre und ich finde sehr beeindruckend, wie sie eben die Welten, die sich in ihren Zeichnungen schon ganz lange artikulieren, auf diese Weise tatsächlich in den Raum hineinbringt. Bei ihr geht es auch viel um innere Welten, um geistige Welten und das sieht man in den Zeichnungen sehr schön, wo sie sich zum Beispiel mit Märchen oder auch tiefen psychologischen Dingen beschäftigt, wie man zum Beispiel hinter uns in der Installation mit einem Rohrschachtenmotiv sehen kann, ablesen kann. Und der Schritt dann in die Plastik eigentlich zu gehen, das dann auch wirklich in die Form zu bringen, den finde ich auch ganz besonders. Und hier ist besonders, dass die Figuren zwei Köpfe haben, die Harpien, die über uns sind, die Vogelwesen mit Menschenkopf und auch die Figuren hier auf dem Flügel, nämlich unsere beiden Protagonisten in Worpswede, Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker. Das Schöne ist eigentlich, dass bei Nicola Rüttemeier, da kann man ja eigentlich nicht sagen, es sind so Märchenwelten, sondern es hat gleichzeitig auch so was Surreales und so. Und es geht genau auf so eine Grenze und das macht diese Zeichnung, glaube ich, diese Zeichnung sehr besonders. Die Harpien, die über uns schweben, sind auch die Symbole für die Winde und da gibt es in der Mythologie den Turm und wir sitzen jetzt auch quasi in einem Turm, das ist das Oktogon von Heinrich Vogeler, die Zahl 8 spielt eine Rolle und so gibt es ganz viele verschiedene Elemente zu entdecken in den Zeichnungen, in der Installation, die auf Vogeler hinweisen. Und die Figuren, das sollten wir sagen, sind eine Darstellung des Sommerabends von Heinrich Vogeler, der in der großen Kunstschau zu sehen ist.